moin aus Osnabrück. Genau. Wir haben heute den, den 8.4. haben wir heute. Genau, 2017. Heißt, heute haben wir... fünfte Ausgabe vom Kiesberg Ultramarathon. Und ja, Wetter ist gut auf jeden Fall. Ja, noch gewölbt, aber Sonne kommt. Also heute gibt es 60 Kilometer. Genau, 60 Kilometer. Etwas über 3000 Stufen sind dabei. Knapp 1900 Höhenmeter. Ja, es ist eine knapp 10 Kilometer Runde. Die müssen wir 6-mal durchlaufen, umlaufen. Ah. Kann man mal hochlaufen. Hochlaufen, ja. Ja. 8.30 geht's los, das heißt, mal eben gucken, eine halbe Stunde haben wir noch. Ja. Dann geht's gleich los. Ja. So, komm, geh mal alle ein bisschen näher. Da muss man ja auch mal was Schönes sehen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns lange darauf gefreut. Wir sind soweit. Wir haben auch ganz viel gelesen, so Facebook zum Beispiel. Ja, wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Wir sind auch ein paar mehr als im letzten Jahr. So, neu ist der Streckenabschnitt in den nördlichen Bereich. Wir laufen komplett nachher an der nördlichen Kante des Steinbruchs lang. Man hat einen total tollen Eindruck. Karl war gestern schon da, kann es bestätigen. Also 10.30 ist Limit, für 10.30 habt ihr bezahlt. Darüber hinaus kriegt ihr auch Shirt und Medaille und so. Aber eben Luftstock und roten Laterne ist ausgeschlossen. Ich gebe weiter an Martin. Wir freuen uns jedes Jahr wieder dabei zu sein auf Einladung von Günther und HW. Machen den Verpflegungsstand oben auf dem Berg und werden euch da versuchen ein bisschen zu pushen, ein bisschen wieder auf den rechten Weg zu bringen, damit ihr auch wieder vom Berg runterkommt. Sehen uns dann da gleich mehrfach. Also, ein Großteil des Erlöses dieser Veranstaltung gehen zugunsten Jede Oma zählt. Ein Projekt in Tansania, mit dem wir Großmutter-Enkel-Projekte dort unterstützen. HIV-AIDS-Problematik, eine ganze Generation ist dort verstorben und Großmütter kümmern sich um die Enkel. Deshalb unterstützen wir sie dort mit einem kleinen Rentensystem und daran seid ihr alle beteiligt, dadurch, dass ihr hier euer Startgeld entrichtet habt. Genießt diesen Lauf und wenn ihr dann in der wunderschönen Natur lauft, nicht die Müllberge, sondern die aufblühende Natur, die ihr vielleicht in der ersten Runde noch sehen könnt, dann denkt daran, wie toll ist das, dass ich laufen kann und auch den Körper zu spüren, das Herz, die Muskeln, die Sehnen und den Kopf und die Seele und alles ist dabei. Zwei Minuten jetzt los. So, Frühstück. Ja. Alles im Schild, Wetter war es. So. Wir zählen runter, zwar gemeinsam, und sagen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wie schwarz, wie später! Ja, 1. Kilometer haben wir geschafft. Wird doch sehr, sehr schön der Kuh erstmal. Ja. So, weiter geht's. Laufen. Ja. Die erste Runde
haben wir hinter uns. Da habe ich jetzt noch nicht so gefilmt, weil... Danke. Weil da war das Feld noch so dicht, muss man so aufpassen und konnte man sich die Strecke schon angucken. Das Schöne ist, er ist ja ein Rundkurs, 10 Kilometer. Und jetzt in der zweiten Runde, würde ich sagen, gucken wir uns die mal schön an. Ein bisschen schön filmen und einfach nur genießen. Genau. Ja, oder? Genießen. Ha, das kann man das ja auch nicht. Komm, geht die Zunge schon raus. Oh, jetzt kommt schon wieder die. Ja, ein Berg. Jetzt kommt wieder. Oh ja. Das Schlimme bei den Bergen ist, wenn man die hoch geht, da erholt man sich aber auch nicht mal. Weil die doch schon sehr, sehr steil sind. Die sind zwar nicht lang, aber intensiv. Boah. Echt. Die sind schon alle ein bisschen weiter wie ich. Kommen mir alle schon wieder entgegen. Ja, sind wir schön im Wald. Sehr schöne Trails hier. Ups. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man hier läuft. Jetzt geht es erstmal ein Stückchen bergab. Kann man so ein bisschen laufen lassen. Schön. Falls ihr euch fragt, wo der Ansgar ist. Der ist ein Stückchen weiter vorne. So. Was auch sehr gemein ist, wir laufen hier eine Schleife, kommen da dann wieder hoch. Aber nur 6 Mal. Ja. Ja. Aber erstmal müssen wir geradeaus. Ja. So, hier kann man auch mal sehen, wie schön es dann zwischendurch bergab geht. Was natürlich nicht heißt, dass das leichter ist, wenn man doch immer ein bisschen bremsen muss. Ja. Jetzt geht es auch wieder in den Wald. Also in den Wald sind wir. Aber zur nächsten Wand sozusagen. Boah, ne. Kraft schon hochgehen. Wie gesagt, anstrengend genug. Hi! Das Schöne bei der Strecke, man trifft sich immer zwischendurch wieder. Gut, dann weiter geht's. Zwischen Kilometer 3 und 4 dann die ersten Treppen. Dann geht's hoch. Ja, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, die Streckenverhältnisse sind top, aber auch sehr lange trocken. Der Untergrund sehr vielseitig, Asphalt, Schotter, Steine, Kopfsteinpflaster, Treppen, alles dabei. Ja. So, jetzt kommen ein paar mehr Stufen und dann kommen nachher die brutalen Stufen. Ja, dann wollen wir mal. Hi. Hey! Ich hab auf Auto gelegt. Oh. Was man definitiv sagen kann, runter geht schneller wie hoch. So, jetzt kommen wir hier zum Verpflegungspunkt. 103. Hier. Ja. Bitte sehr. Super, danke. Top. Extra hier oben für uns ein Verpflegungspunkt aufgebaut. Genau, Prost. Prost. Oh. Ups, 2 auf dem Film. Oh. Cool. Ansgar war so nett und hat auf uns gewartet am Verpflegungspunkt. Ballermaschine. Ich bin jetzt ausgeballert. Nur einmal zum Testen.
Also hier geht es auch ganz schön bergab. Eieiei. Tut ab und zu auch in den Beinen weh. Also ich glaube mal, dass gerade die letzte Runde dann schmerzen wird. Oh ja. Hoch, runter, alles. Das Schöne ist ja, man läuft und läuft, weißt du, und läuft schön, erholt sich, freut sich, dass alles geht. Und schwupp, so steht man vor den Treppen. Wenn man von da kommt, sieht man die Treppen gar nicht erst, dann freut man sich, wenn die auftauchen. Ja. So. Dann wollen wir mal hoch. Der Anfang geht noch, die ersten 10, aber dann. Deswegen jede zweite nehmen, da sparen wir uns welche. So. Wenn man dann oben ankommt, dann freut man sich, dass man noch nicht oben ist. Die nächsten bösen Treppen. Oh. Das ist halt das Schöne. Pause kann man auch machen hier. So, mal hier hinsetzen und die Aussicht genießen. Ja. Aber hilft ja nicht, wir müssen ja weiter. Also, so, weiter geht's. Also solange man noch grinsen kann, geht das alles. So, machen wir weiter. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man hier oben angekommen ist, dann ist man schon außer Atem. Und man hat bestimmt keine Lust mehr, noch ein paar Treppen zu gehen. Also für die, die noch nicht genug Treppen hatten, können dann auch noch hoch. Oh. Ja. Für das ganze viermal noch. Ja. Viermal dürfen wir noch. Ist doch Mord. Ja. Jetzt geht es tendenziell bergab. Sehr schön. Jetzt Treppen runter. Das haben wir da vorhin die anderen beneidet. Jetzt dürfen wir das auch machen. Ups. Disco! Ja, guck mal. Spaß gehört definitiv dazu. Also was soll das Spaß machen? So, dann kommen wir schon zu den nächsten Treppen. Wieder bergab. Also das ist definitiv auf dem Ansgar.
Bei den Passagen bin ich mal wirklich gespannt, wie das in den letzten zwei Runden dann aussieht. Die tun bestimmt ganz schön weh. Ja. Ich fühle das richtig gut. Ja. Gleich jetzt erstmal lecker verpflegen, aber erst fahren wir noch auf Schienen. Oh, wie heißt das so schön? Wir laufen auf Schienen. Ja, das ist Laufen auf Schienen. Ups. Ja, hier kreuzt die Feldbahn unseren Weg. Und dann sind auch nur noch ein paar hundert Meter. Dann sind wir beim VP. Jetzt beenden wir die zweite Runde. Das wird gleich piepen, hoffe ich. Ja, ja, zwei Runden geschafft. Würstchen. Oh ja. Ja, wir befinden uns jetzt Anfang dritte Runde. Das heißt, die ganzen brutalen Berge kommen wieder. Fangen wir mit an und ballern den hoch. Oh, kleiner Zwischenbericht noch. Wir haben die Halbmarathon-Marke überschritten. Unterwegs jetzt 2,5 Stunden. Ja. Läuft. So. Hier sind wir wieder an der Kreuzung. Die einen kommen von oben. Die dürfen noch ein bisschen bergab laufen. Oh! Also ich hab's gewusst, aber wenn ich die Kühe noch fahren kann. Die anderen quälen die von unten nach oben. Ist das schön. Ich hab das schlimmste Gefühl, das allerschlimmste. Dass wir einen dummen Waden nehmen. Hallo. Ja. Hi, Conny. Super. Ah. Sieht gut aus.
Mama Trick. Ich schau gar nicht an, das ist gar nicht. Total langweilig. Oh, weiter geht's. Ja. Ja, scheiße. Na komm, weiter. So, ja, ganz oben angekommen mit den Treppen. Ja, eine schöne Aussicht. Ja. Wunderschöne Landschaft. Ja, wenn man hier nicht so bekloppt rumrennen würde, könnte man es sogar richtig genießen. Also, jo. Naja, sind ja keine drei Runden mehr. Wir haben es geschafft. Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Im Moment ist noch alles gut. Läuft noch. Jo. Weiter geht's. Ja, noch zwei Runden, oder? Nur zwei. Ist geil, oder? Ich tausche einfach mit Stefan. Ich glaube, der muss nämlich noch eine. Ah, der Stefan, ja, der Stefan, der kann das. Stefan, die letzte Runde, wa? Ja. Ja. Stefan geht in die letzte und der Rest, würde ich sagen, geht in die vorletzte. Ja. Dann starten wir mal Runde 5. Ja. Wir sind jetzt 5 Stunden und 20 Minuten unterwegs. Die Marathondistanz haben wir geschafft. Das heißt, wir sind in der vorletzten Runde. Diese Runde noch 6 Kilometer. Dann sind wir damit durch. Ja, so langsam fangen auch die Waden an zu ziehen. Also, mal gucken. Oh, aber noch läuft's. Gut, weiter geht's. 5. Runde und jetzt ist die Sonne auch da. Herrlich. Ach ja, allerdings geht es gleich wieder in den Wald. Und immer zwischen den Wolken. Naja, aber wenn sie rauskommt, boah, ist das schön, Mann. Ja, sofort kuschelig warm. Jo, sind jetzt am Ende von Runde 5. Leider konnte ich Runde 4 nicht zu Ende filmen, weil ich die Kamera aufgehängt habe, aber da sind wir. Piep, jetzt haben wir wieder eine Zeit. So, eine Runde müssen wir noch. Aber erstmal wieder verpflegen. Auf geht's in die letzte Runde.
wie heißt das so schön? Letzte Runde soll man genießen. Das Mögliche ist, glaube ich, nicht, weil mittlerweile tut doch wirklich alles weh. Jeder Schritt geht auf die Gelenke mittlerweile. Ja. Keine 10 Kilometer mehr. Da haben wir es geschafft. Allerdings auf diesen letzten knapp 10 Kilometer gefühlt 3 Wände und 4000 Höhenmeter. Boah. Da wird noch was. Jo. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, letztes Mal hier in den Wald. Die Schleife mit der Wand am Ende sozusagen. Ja. Ich meine, ich war auf einer 10 Kilometer Runde mit 140 Läufern. Da zieht sich das Feld ganz schön, dass man noch etliche Passagen dann alleine läuft. Schön ist natürlich dann, wenn man sich entgegenkommt, beim Gabelpunkt, wie hier. Letztes Mal in den Berg rein, in die Wand. Boah, ist das schön. Sehr schönes Gefühl. Überall, wo ich vorbeikomme, im letzten Mal. Oh, herrlich. Oh. Auch zum letzten Mal die Treppen. Sind angekommen bei den Treppen. Oh. Letzte Mal. Da hoch. Und dann noch mal eine hoch. Und dann grinse ich, weil diese Treppen sind dann Geschichte. Ja. Oben angekommen sind wir. Aber mit dem Grinsen, das dauert noch ein bisschen. Ich muss erstmal wieder zu Atem kommen. Die machen das. Oh, ganz schön kaputt. Die Treppen. Ja, auch hier oben zum Verpflegungspunkt. Kommen wir zum letzten Mal. Da trinken wir uns noch schön was. Oh, super. Vielen Dank. Letztes Mal hier. Ich glaube, das wäre auch falsch, wenn wir jetzt entscheiden. Ja, vielen Dank. Ja, ja. Ne? Komm gut runter vom Berg. Ne? Ja, auch ein letztes Mal diesen Ausblick genießen. Ja, da geht's dann, wa? Sind jetzt noch knapp 4 Kilometer und haben wir es geschafft. Die Uhr hat leider aufgegeben, aber ich schätze mal, dass ich hier bei 7 Stunden 30 landen werde. Ansgar ist ein klein bisschen hinter mir. Ich wollte noch ein bisschen ruhiger angehen. Wird aber wohl auch noch unter 8 Stunden ins Ziel kommen. Ja. Und dann gucken wir mal weiter, wie es uns danach geht. Ja, auch ein letztes Mal über den roten Teppich. Ja, was wir auf der Runde noch nicht hatten bis jetzt, so, ist der Asphalt. Jo! Danke! Gleichfalls, oder? Eine Runde noch. Oh. Ja, guck. Ja, ein bisschen an der Straße entlang, auf dem Radweg. Aber das sind noch 300 Meter. Kann man ganz gut verkraften. Ja, das ist nicht mehr weit. Steht ja ein Kilometer noch bis zum Ziel. Ich laufe mal gleich durch die Zeitmessung. Und dann geht es nach unten zum Ziel. Ja. Ja, die letzten Meter. Gemeinsam durch. Ja. Boah. 7 Stunden 23.
So. Ja. So, jetzt sind wir aber wirklich unterwegs auf den letzten Metern. Knapp unter 37. Könnte klappen. Ja, 29. Ja. So, gucken wir mal. Hier rein. Lauf. Live on stream. Dass du auch mit rauskommst. So, ja, super. 29. Besser geht es nicht. Tolle Veranstaltung. Hat es dir gefallen? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. 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 Ist drauf. Ist drauf. Hm? Das ist ja noch am. Das ist ein Regler.